Okay, es geht weiter. Der letzte Part war 23 Minuten lang. Ich hab's echt nicht gecheckt. Okay, ich muss. Das rote blinkende Ding heißt, dass unser Luftschiff da ist. Glaub ich. Ja, muss es sein. Okay, jetzt müssen wir richtig weit nach Osten. Maus weg. Ah, die Wehrtiger. Als ich hier rumgekämpft habe, habe ich noch ein paar andere Sorten von Monster gesehen, wie der Allosaurus. Ja, Allosaurus. War das einzige? Ja, oder? Oh. Okay. Jetzt kommt Paleisterprobe. Leck mich. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ach du Scheiße. Naja, sehen wir uns beim Monsterfieber mal an. Ja, beweg dich. 44% habe ich schon voll. Gut so, gut so, gut so, gut so. Das sieht man ja gerne. Also, Teufelsauge. Wüstenware, Säbelzahntiger, Biber. Allosaurus habe ich in dieser Gegend gefunden. Wehrtiger, Sandwurm habe ich in der Wüste gefunden. Okay. Das waren alle Monster bisher. Mit dem Spiel durch. Echt heftig und das ist gerade der 13. Part. Okay. Paleisterprobe. So, so, ihr seid also im Besitz der Krone und wollt nun euren Mut unter Beweis stellen? Wenn das euer Wunsch ist, nehmt Platz auf dem Thron, der euch weiter in das Palast führen soll. Beweis euren Mut, es gilt es zu finden. Mögen die Götter euch gnädig sein. Nein, ich bin ein Artist, ich glaube nicht an Gott. Wieso bist du jetzt nach vorne gegangen, um nach dem Kopf zu nicken, oder was ist los? Ey, das sah echt nur aus, als ob er nach vorne gegangen ist, um zu nicken. Ja, ich hab's verstanden. Das hättest du auch anders machen können, aber naja, egal. Egal, die Musik ist toll. Teleportation. Ja, hier geht's um Teleportationsräte. Und nein, ich habe nicht vorgespielt. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ach, leck mich. Dann so. Okay, bisher keine Zufallskämpfe. Irgendwie merkwürdig. Endlich, Königsmumie. Ach, die anderen werden auch sowieso gleich sterben. Okay, nein, hab ich geirrt. Hier gibt es Medusa noch. Und was für Gegnersorten gibt es hier eigentlich? Ich weiß nicht genau. Ich werde dann offscreen hier alles nachschauen. Wenn es sein muss. Throngolem. What the fuck? Die müssen eigentlich. Okay, kein Kommentar. Oh, pff. Scheiße, Mann, scheiße. Luzi darf ja nicht sterben hier. So und so. Gauntlet. Das sind die einzigen Ausrüstungen hier, oder? Was ist ein Gauntlet? Gauntlet? Ordnen. Benutzen. Sehen wir uns mal an. Wo ist ein Gauntlet? Ach, hier. Blitzare auszuführen? Für ihn? Wieso kann das keiner von meinen verfickten Charakteren tragen? Egal, leckt mich. Oh, ich bin den falschen Weg gegangen. Es sollen Zufallskämpfe kommen. Ich weiß, eigentlich sollten da keine für mich kommen. Ach, endlich, Medusa. Böser Blick.
Den bösen Blick kann ich auch. Diese Medusa sehen alle hässlich aus. Das stirbt. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich den Weg gehe. Alles von vorne wieder. Das ist beschissen. Okay. So. Den Do- ah, Medusa, du bist tot. Ah. Ach, leck. Minotaurus-Zombie. Okay. Ja, komm. Kann ich noch woanders hin? Wir sind da. Ich habe den falschen genommen. Okay, in diesem Dungeon ist... Ich wollte gerade sagen, dass in diesem Dungeon nicht so viele Zufallskämpfe da sind. Geh rein. Das haben wir jetzt auch erledigt. Hey, das haben wir jetzt auch. Okay, das war der richtige. Palais der Probe. Heulen raus. Jetzt auf einmal schnaufen. Hochgenommen. Heilerstab. Rüsten. Nein. Okay. Ob ich jetzt alle Monster in diesem Dungeon geholt habe? So, 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 so. Mir fehlen ja noch ein paar Monster. Okay, mir fehlt auch noch ein paar. Da fehlen mir noch eins oder so. Ich habe das eine auftauchen, verdammt. Stallhandschuh. Frostschwert habe ich. Rubinreif. Ja, das brauchst du. Das kann ich sowieso bald kaufen. Kauf. Mann, oh Mann, oh Mann, los jetzt. Level 50. Ja, macht mal eine Truhe mal auf. Hütte. Okay, endlich. Raxasa. Raxasa. Sieht aus wie Vertigo, nur in grün. Hey. Ich hoffe, das war die Gemach. Ach, du gehörst jetzt zu denen oder was, Bernd? Hm, du kleiner Verräter, du kleiner Verräter. Tötet die verdammte Scheiße, das sind kleine Eierköpfe. Du kleiner Verräter, machst du extra wenig Schaden bei denen? Hm? Okay. Ja, schön, dass du mich angreifst. Gut so. Hab ich jetzt alle Monster? Ja, ich hab alle Monster. Glaub ich mal. Und was hab ich? Rattenschwanz! Darauf soll man echt stolz sein, dass man einen Rattenschwanz gefunden hat, Leute. Echt stolz muss man sein. Drachenzombie. Okay. Saba steigt auf, Luzi steigt auf. Habe ich jetzt alle Monster gefunden? Ja, nein, sag mir das mal. So, 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 so. Habe ich jetzt alle, bitte? Mir fehlen noch hier drei fucking Monster. Also mit dem Drachenschwanz sollen wir jetzt... Mit dem Drachenschwanz sollen wir jetzt woanders hin, also ich weiß doch wo. Aber der Weg dauert jetzt so lange. Egal, zeigt. Oh, Bernti, Bernti, Bernd, du wirst immer vergiftet.
Ich glaube, ich zeige auch nicht alle Monster. Ich zeige nur die Monster, die ich jetzt antreffe. Ich will jetzt auch nicht extra lange diesen Level, also das Let's Play machen, um alle Monster jetzt zu suchen. Mm-mm. Das wäre auch etwas beknackt von mir, dass ich jetzt alles noch absuchen würde, nur wegen Monster. Okay. Also, ich werde nicht alle Monster machen. Ich zeige nur die Monster, die ich getroffen habe. Dann sage ich euch, wo ich die gefunden habe. Und das ist dann alles. Ah, Allosaurus. Hey, dich wollte ich auch mal sehen. Oder ist es schlimm? Eigentlich nicht. Weil dieses Let's Play ist eigentlich nur da, dass ihr euren Spaß habt. Aber ich will auch nicht alles komplett zeigen. Also, ich zeige euch, dass ich alle Monster habe. Aber alles komplett zu bekommen, das dauert sowieso. Wüstenbarett sind eklige, verfickte Monster. Das muss echt einer gesagt haben. Geben nicht mal viel Geld, diese Huren. Okay. Ich muss es nicht näher erläutern, was ich von denen denke. Drachenhöhle. Zelt gefunden. Wir müssen hier hin, weil hier werden wir aufgelevelt. Oder? Oder findet man den. Oder findet. Super Äther. Oder findet man hier nur Schätze? Hier gibt es in der Gegend 6 Löcher oder so. Oh, ihr habt keine Angst vor mir? Na, dann, das nenne ich aber tapfer. Sollten wir Angst vor dir haben? Ja, nein. Entscheidet ihr als Zuschauer. Okay, bei dem war ich jetzt. Ich hasse dich. Drachenhöhle. Hattet ihr schon eine Audienz beim Drachenkönig Bahamut? Jene, die ihren Mut unter Beweis stellen, werden hochgeehrt werden. Okay. Und du? Der Gegenstand, den euren Mut beweist, ändert des Öfteren seine Form. Lasst euch von seinem Anschein nicht in die Irre führen. Okay. Wir Drachen gehen seit eher in das nordöstliche Palais der Probe, um unseren Willenskraft und unseren Mut zu bekunden. Oh. Ich dachte, Bahamut ist jetzt hier. Drachenhülle. Wie lange wird es noch gehen? Hallo? Gibt es auch Ende? Die sind die Gemächer von Bahamut, dem König der Drachen. Also nehmt euch in Acht. Mit seinem August-Augen erkennt Drachenkönig Bahamut den wahren Mut, der in euch steckt. Bahamut? Menschen, die waren Helden. Nein. Menschen, die wahren Heldenmut unter Beweis stellen und denen, die ich aufrichtig meinen Respekt zollen kann, gibt es nicht mehr viele. Doch, wir sind respektvoll. Doch in euren Augen sehe ich Kraft und euer freundschaftliches Band ist eure wahre Stärke. Wie es der Rattenschwanz bekundet. Rattenschwanz ist ein Beweis der Freundschaft, Leute. Ja, ein Rattenschwanz. Wie versprochen soll euer Mut belohnt werden. Nimmt den Titel eines höheren Ranges entgegen. Jetzt werden ihr alle aufgelevelt. Das heißt, wir kriegen neue Zauber. Das heißt, Landschaft erkunden. Dun 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 dun. Jetzt sehen alle anders aus. Dun 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 dun. Und sagst du noch was dazu? Gesegnet seien die Kristalle. Bernd ist ein Adept geworden. Mike ist ein Ritter. Besaba ist ein Priester. Luzi ist ein Schwarzmagus. Speichern wir das ab. Hey. Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen rum. Ich glaube, in diesem Part mache ich auch den ganzen Zauber, die ich bisher noch nicht holen konnte. Okay, hier muss auch irgendwo ein Loch noch geben. Drachenhöhle. In längst vergangenen Tagen haben Menschen und wir Drachen gemeinsam in Frieden gelebt. Das war damals, Digga. Damals. Jetzt werdet ihr. Damals wurdet ihr respektiert. Jetzt nicht mehr so richtig. Okay. Drachenhöhle. Okay. Alles ausplündern.
Mir egal, ob die Drachen sauer werden, das sind meine Schätze jetzt. Alles gehört mir. Okay. Ich fand den anderen, also den normalen Krieger irgendwie viel cooler. Sah cooler aus. X-Potion. Hey. Der denn? Unerschrocken und willensstark müsst ihr sein, wenn ihr das Palais der Probe lebend wieder verlassen habt. Oder wenn ihr gut gelevelt haben, Drache. Wenn ihr gut gelevelt haben. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir dann alles? Eigentlich schon, ja. Da haben wir eigentlich alles. Ach, da können wir noch nicht hin. Hab schon ausprobiert. Ach, hier ist eine Stadt. Da können wir von... Wir müssen erst von Weitem dahin gehen. Also von wo muss ich dahin gehen? Leckt mich. Ey, wie komme ich da hin? Gehen wir kurz rein und sehen mal, ob wir neue Magie jetzt lernen können. Ich weiß, dass unsere neuen, dass unsere Kameraden jetzt, also nicht die Kirche, konnte man hier Schwarzmagie, Ach, hier. Jetzt können unsere Leute auch das lernen. Also er kann es lernen. Blink kann er lernen. Okay, das haben wir. Okay, Bernd kann irgendwie nichts lernen. Schade. Ich dachte, er kann jetzt auch was irgendwie Zauber lernen. Aber naja, geht wohl nicht. Okay, wir sehen uns einfach im nächsten Part dann.